Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Days Gone. Okay, ich glaube, wir müssen auch gucken, dass wir auch leise schleichen. Einfach nur geduckt sein reicht hier nicht. Verdammte Krabbler. Los, verpisst euch, ihr kleinen Scheißer. Wie kann man einfach verscheuchen? Wo ist mein Messer? Ja. Hier scheinen welche. Da. Ich will gucken, ob ich den... messern können. Büsche. Hinter Büschen kannst du dich tarnen, wenn du noch nicht entdeckt wurdest. Bleibe mit Kreis in Deckung, um unentdeckt zu bleiben, und sorge mit Steinen für Ablenkung. Naja, der frisst, der ist abgelenkt. Hat hier ein bisschen am Beef Jerky rumgeknabbert. Die Krabbler sind interessant. Aufpassen, mein Stick ist ein bisschen überempfindlich, nicht dass ich dann auch immer mal losrenne. Da scheint einer drin zu sein. So, ich will mich das Polizeiauto. Und da will ich lieber auch Nummer sicher gehen. Da auf dem Platz, das ist zu viel. Da ist ein Nest. Ja, wir sind jetzt halt noch vorsichtig und alles, aber das wird sich ändern. Sehr gut, der nimmt Toilettenpapier mit.
Baseballschläger. Naja. Ist ja ganz nett, aber ich werde ganz sicher nicht mein gutes Messer dafür verwenden. Eintauschen. Können wir? Nein, können wir nicht. Können wir auch. Ah, maximaler Kapazität. Noch nicht. Ich muss noch in Willys Werkstatt. Da müsste eine Benzinpumpe sein. Dann linken Zaun zu. Ich bin an ein paar von diesen Dingern vorbeigefahren. Die Teile, die die Ripper bauen. Segel. Ja, und das heißt, dass sie hier irgendwo sind. Segel? Kerosin in der normalen Werkstatt, klar. Warum nicht? Das sollte ich öfters einsetzen. Aber ich denke, man kommt später hier bestimmt auch noch mal hin. Schalldämpfer. Bring deine Waffe mit einem Schalldämpfer zum Schweigen. Wähle eine kompatible Waffe mit Überlebensrate aus und drücke anbringen. Okay. Kantholz. Sorry, Kumpel, aber ein Kantholz nehme ich dafür nicht. Kugeln an explosive Geschosse getroffen werden, können sie in die Luft gehen. Okay. Das ist gut erkannt. Ja, kann ich schlecht jetzt mit mir rumschleppen. Ich habe so das Gefühl, dass der Kleine, der dort ist, dem Hof, mir Probleme machen wird. Und die haben doch auch immer eine Bimmel. Gerade so geglänzt. Schalldämpfer anbringen. Vielleicht geht's auch so. Sind das Kinder?
Wir sind Kinder. Wow. Das Spiel wird nicht verboten, weil man hier Kinder umbringt. Scheiße, verrammelt. Ich muss woanders rein. Vielleicht geht's übers Dach. Hä, aber wie? Ich sehe hier keine Leiter. Oder reicht das hier eventuell? Ich weiß es nicht. Ja. Oh, mehr Krabbler. Verdammt. Ja, so ist gut. Na, wie ist das? Woher wusste der, wo ich bin? Wie war noch mal die Sicht? Ich hab's vergessen. Ah. Also durch das Loch. Nicht meine erste Wahl. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das auf YouTube hochladen kann, dieses Spiel. Ja, wird sich zeigen. Dying Light wurde unter anderem deswegen sogar verboten. Aber ich glaube, aber das ist ja, glaube ich, auch vorbei. Schau mal hier. Toller Mann gesucht. Mehr ist das nicht? Okay, gut. Hier muss doch irgendwo eine Benzinpumpe sein. Ja, aber ich gucke erstmal hier. Munition haben wir maximal. Wir nutzen halt echt zu wenig davon. Was ich gut finde, lieber das Messer nehmen. Bist du da? Ich hab das Teil. Ich gehe jetzt zum Highway. Nick! Ripper! Ripper! Nein, 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 nein! Ah! Ah! Scheiße! Ripper! Usa? Usman? Verdammt! Halt durch, Bushman, ich komme! Ich weiß nicht, wie ich renne. Ah, ganz klasse. Oh, Scheiße! Ripper! Diese Tattoos sind tote Symbole eines toten Mannes! Tote Symbole der Verirrten! Runter von mir! Ihr scheiß Arschlöcher! Du musst hinabsteigen, Bikermann. Denn du bist verirrt und wir gefunden. Von den Weg. Wir zeigen ihn dir. Du bist keiner deiner Vorderen. Du bist der Verirrte. Du bist verirrt. Steig hinab. Steig hinab. Leck mich. Deckung hier, wenn du dich daneben duckst, soll ich ducken und umstellen. Da wird jetzt hier nicht in Deckung gegangen, hier wird geballert. Beim Ziel mit der Schulter zu wechseln. Hey, hier drüben!
Ihr Dreckskerle! Weg von ihm! Ihr Arschlöcher, kommt schon! Feuer frei! Er versteckt sich! Lauf ihn! Alter, wie geht's dir? User, ich töte sie alle. User, komm. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Komm, ich helf dir hoch. Geht schon. Nein, 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 es geht nicht. Los, hoch. Scheiße. Wir müssen weg, Mann. Als ob sie mich erwartet hätten. Fuck. Die kamen. Die kamen ganz plötzlich. Okay. Mein Arm. Nicht hinsehen. Mein scheiß Arm. Im Ernst. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Los, steig auf. Scheiße. Los, los. Die den ganzen Arm versenkt. Boah, Alter. Trophäe erhalten. Nur eine Fleischwunde. Ja, sehr witzig. Was für miese Schweine. Ich dachte, wir kommen nie an. Hey, warum wartest du nicht hier und ich sehe nach, ob alles okay ist? Vergiss es. Da wartet ein Bett auf mich. Okay, alles beim Alten hier. Was? Es gibt ja auch nicht viel zu klauen. Werd mich wohl noch mal vorstellen. Oh Gott sei Dank. Ich gehe raus und hol mein Bike. Ich suche was für deinen Arm. Kommst du klar? Ja. Gut. Ich sehe beim Neuro-Kontrollpunkt nach. Die haben bestimmt Verbandszeug oder Schmerzmittel. Lass mein Bike nicht da! Nein, 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 ich werde zu Fuß gehen, solange es draußen noch hell ist. Hey, ich habe Munition, wenn du was brauchst. In der Truhe an der Tür. Danke. Hey, lass meine Flinte hier. Boozer. Also gut. Nimm sie. Danke, Mann. Ich fühle mich ohne sie so nackt. Ist das unser Zuhause? Safe. Primärwaffen, null verfügbar. Ah, alles klar. Handfeuerwaffen. Na gut, Spezial. Eine Armbrust. Oh ja. Jetzt sind wir der richtig krasse Daryl-Junge. Noch ein bisschen Muni. Drei Bolzen. Ja gut, das ist nicht gerade die Welt. Aber wie schön das aussieht. Und das auf der PlayStation 4, wohlgemerkt. Ob man da überall hin kann? Ich glaube nicht. Gibt's eine Karte? Ziele, Karte, Menü, Fertigkeiten. Okay. Das ist cool. Da wird das Touchpad mal benutzt. Inventar, Ausstattung, Karte. Karte. Ich will erstmal nur die Karte sehen, Mann. Die Story ist mir doch egal. Jetzt
Zeig mir die Karte. Doch. Also hier ist schon mal Schluss. Hier wohl auch. Gut, ich glaube nicht, dass das die ganze Karte ist. Irgendwas. Naja, lass uns überraschen. Gibt vielleicht Abschnitte, mehrere Karten. Drifter in den Bergen. Kehre zu deinem Bike zurück. Naja, dann tun wir das. Verdammt, Bruce. Dein Arm wird eben nicht wieder. Scheißdreck. Ich muss was für seinen Arm finden. Schrei's noch lauter. Ja, immer. Waldlilie. Alter. Durchqueren. Ah, alles klar, okay. Kein Gegner hineinkommt. Das sieht nach Benzin aus. Schönes kleines Lager haben die hier. Finde ich cool. Was haben wir denn hier? Okay. Das hier fallen lassen. Gut. Gehen wir durch. Ich nehme nicht Boozers Bike. Ich muss meins holen, bevor es dunkel wird. Ja, ich wollte nur gucken. Ich hätte es auch reingefahren. Was zum Teufel? Boozer, bist du wach? Ja, Dick. Was gibt's? Ich habe da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Was zum Henker? Was hat er vor? Keine Ahnung, ich werde ihm folgen. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Wie gesagt, scheiß auf Copeland. Ich mach das nicht für ihn. Dicken Ende. Gar keinen gesehen, ehrlich gesagt. Ist ja ein Toter. Das sind mehrere. Okay, das sind nicht nette Leute, wie es aussieht. Tarnung, Markierung. Verwende das Fernglas mit drücke markierte zu markieren. Wenn du Gegner markierst, kannst du ihre Bewegung leicht verfolgen. Verfolgte menschliche Gegner zeigen Aufmerksamkeitsstufe an. Manchmal rede ich wie so ein Schlaganfallpatient. Ich hatte recht. Die Drifter von letztens, die zwei auf dem Bike, mein Versteck, die Straße hoch. Ja. Oh Mann. Ganz schön dickes Ding. Eine Art Wachturm mit Zaun und allem. Oh, richtig für uns. Klingt eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, wenn es dunkel wird, legen wir die Scheißkerle um und machen es uns gemütlich. Naja, die werden Waffen haben. Der eine von beiden sah ziemlich lediert aus. Wir packen das. Ja, scheiß auf euch. Was gibt's? Wie läuft's denn? C
Zielen sinken. Armbrustbolzen werden durch die Schwerkraft beeinflusst. Sie sinken auf dem Weg zu ihrem Ziel immer zu Boden. Wenn du auf etwas weit entferntes schießt, solltest du höher zielen, damit der Bolzen auch sein Ziel erreicht. Den auch mit dem Messer kriegen. Messer. Der ist tot. Die ist mir zu wuselig. Bei so Schleichaktionen fängt man an, selber mega leise zu werden. Nichts mehr zu sagen. Armbrust finde ich gut. Das ist meine Waffe. Ich brauche das dringend. So. Ihn lasse ich jetzt erstmal hierher kommen. Das macht vielleicht mehr Sinn. Scheiße, fast leer. Alles gut. Fallen? Na, den Stein brauchen wir nicht. Warum leben denn noch so viele? Ich
noch so viel am Leben gelassen. Ach, die Freaker. Die wandern hier noch rum. Bis es dunkel wird, ne? Es ist dunkel. Nicht so gut. Oh, Alter. Das war der letzte. Die müssen uns gefolgt sein. Arschlöcher. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Use, ich hab ihr Camp gefunden. Nur ein paar Drifter, die bei uns einziehen wollten. Wie gesagt, es wird Zeit, darüber nachzudenken, nach Norden abzuhauen. Kümmern wir uns erstmal um deinen Arm und dann um die Reisepläne. Ich gehe jetzt zu meinem Bike, dicken Ende. Ach, verdammte Freaker. Schwärmer sind lichtempfindlich, fressen Haupt... was? Mehr, es waren nicht nur drei. Ja, es wird einen anderen Weg geben. Der ist nicht allein. Wir gehen mal da zu dem Auto und machen da mal ein Folgenpäuschen. So. Ein paar Pilze. Der ist dagegen gefahren, der dürfte keine Alarmanlage mehr haben. So, dann würde ich hier an dieser Stelle, oh Gott, ein Folgenpäuschen machen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.